also so ein Stückchen hochbuggen quasi, also wie Blockglitchen bei Skid zum Beispiel. Und ich werde gerade einfach immer hier. Stimmt, das darf ich irgendwie lassen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Hide and Seek auf meinem Kanal. Und das ist heute eine ganz besondere Runde, denn wir haben erstmal einen Gast dabei. Und wer ist das nur? Hallo Melli. Hallo. Hallo. Hallo Melli, der PvP-Babbo. Total die Hide and Seek-Süchtige mit 6000 Wins. Captain Eric, ich bin Fan. Hallo. Hallo. Und außerdem ist das eine mega coole Aufnahme, weil wenn ich die Runde gewinne, schaffe ich tatsächlich 1000 Wins endlich nach einem Monat Arbeit. Und der fragt mich gerade, wann der Flashmob kommt. Das weiß ich nicht. Warum tötest du mich nicht? Ich will sterben. Töte mich. Mach doch was. Ich lasse mich übrigens gerade killen, weil wir auf der Map suchen wollen, weil das schneller geht. Oder? Du bist und es ist einfach cooler, ja. Ja. Also, momentan ist das Kinderseglitsche. Komm einfach drüber gucken und kill mich dann. Okay. Also, Melli, passt gerade auf. Das ist keiner Glitch, weil man kann irgendwie voll einfach glitchen seit der 1.7 und deswegen muss man das natürlich verhindern, weil das ziemlich leicht ist. Und ich habe keinen Plan, wo der Balkon ist, glaube ich. Es gibt so viele. Redstone Block, stirb. Ich gehe unter Etage, ich bin oben. Ich gehe mal zuerst nach oben. Ja, ich habe schon 2 Kills, ich bin mega der Barber. Ja, guck mal, das ist der Fanboy. Der Fanboy killt mich gerade. Ja, ja. Hallo. Hallo. Okay, ist hier jemand? Hier ist die Tür offen. Ne. Ich kenne die Map nicht so mega gut, also. Melli ist ja hier der Pro. Und so. Also, du bist auch, dann gehe ich ohne. Ja. Was können wir reden? Wir können darüber reden, dass du süchtig bist und 6000 Wins hast. Wir können darüber reden, dass ich nicht süchtig bin, einfach nur gut bin. Wie wir sagen. Okay. Nein, sie ist süchtig, also. Mega süchtig. 24-7. Nur Hide and Seek ist echt schlimm. Nee! Aber, ne. Doch. Ach, hier mein OP-Spot, da ist niemand. Also normalerweise verstecke ich mich hier vorne, also. Ja, da. Aber das Versteck ist gar nicht so gut, ist mir aufgefallen, als ich gefunden wurde. Von einem möchtegern guten Spieler. Und entschuldigt sich dafür, nee, das ist okay, dass du mich gekillt hast. Falls du die Aufnahme siehst, kann das sein. Ach, übrigens. Es fehlen mir jetzt nur noch 5000 Wins, dann habe ich genauso viele wie Melli. Das schaffe ich noch. Dieses Wochenende. Yay! Noch. Ja, ich helfe dir. Ja. Packschlager. Brüstest du mich? Nein, ja. Wenn die Kamera nicht läuft, dann glitsche ich mich natürlich auch immer raus und bin dann hier auf dem Hausdach und so. Ist ja. Immer. Selbstverständlich, das ist ein Eisenblock, lol. Komm her. Okay, noch ein Kill. Was spielst du als nächstes? Das weiß ich nicht, XD. By the way, ich nehme. Au. Yay, keine Ahnung, warum ich das schreibe. Normalerweise antworte ich in Aufnahmen nie. Aber okay. Ja. Also, jetzt fehlen noch 4 Heider. Ich glaube nicht, dass ich die finde, weil ich mega schlecht im Sieg bin. Ich kenne die Map kein bisschen eigentlich. Also, ein bisschen schon, aber nicht so viel wie Melli. Jetzt werden uns hier sogar die Blöcke angezeigt, das habe ich mir gegönnt. Ja. Ich bin mal ohne fertig, sag mal, tauschen? Mhm. Okay, jetzt fehlt noch ein Beacon und ein Holzblock. Den finden wir locker noch, oder? Mhm. Also der Holzblock ist nicht ohne eine Cafeteria da. Okay, oh, hier ist der Beacon. Stirb. Okay, hab ihn, nice. So, jetzt nur noch der Holzblock mit der Leute aus den Wins. Und ich freue mich gerade irgendwie voll so ein Keks darüber. Oh Mann. Keine Ahnung, wo kann man sich denn als Block verstecken? Also, ich weiß nicht. Wenn der jetzt überlebt, das wäre so mega abwrackt. Das wär peinlich. Das wäre ziemlich schlecht. Das ist alles schwarzes Holz hier. Noch nicht, dass sie sich rausgeglitscht hat, das wäre so richtig behindert. Es könnte Sinn, dass sie sich Obo auf dem Balkon rausgeglitscht hat. Ich kann da nicht auf CR gleichzeitig sein, aber ich. Ja, ja. Obo glitscht eigentlich fast nie jemand. Yeah, wenn ja, wir haben. Okay. Oh Gott, 1000 Wins, ich bin so sagen, süchtig. Alles Gute zu 1000, ey. Oh, danke. ja, keine Ahnung, das war ein bisschen kurz, wollen wir noch eine Runde spielen? So, keine Ahnung. Genau. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder und ja, ich freue mich gerade, falls ein Keks über 1000 Wins. Na, bis zur nächsten Runde. So, Leute, da sind wir schon wieder in der zweiten Runde. Wir spielen Cruise. Auf der Map kann man auch super gut siegen, meint Melli. Und deswegen glaube ich einfach mal. Wie kann man sich hier vorher umbringen? Also irgendwie kann man sich das umbringen, es gibt oder? Void Holes in beide Restaurants und immer diesen, wo dieses... Bist du Redstone-Ohr? Okay, du hast kennst. Bist du Redstone-Ohr gewesen?
Ja, ich bin besser. Ja, auf jeden Fall noch. Nein, wo ist hingelaufen? Ich sehe dich nicht mehr. Manchmal gibt es aber immer. Und jetzt gibt es zum Beispiel Kennel, das heißt, wir bleiben einfach am Spawn und warten, bis die Siege kommt. Okay. Ja. Wir können uns im Pro-Versteck verstecken, das mache ich und Baby. Wir verstecken uns dann immer da hinten ab. Oh, ich bin schon fast durch. Oh, ich habe 2 Sekunden überlebt. Doch, 3 Sekunden sogar, ich habe 2 Punkte bekommen. Wow, erklärt das nämlich so, Dankeschön. Yeah. You gained 4 points for surviving 7 seconds. Yay. Ich habe 2 Punkte für 3 Sekunden bekommen. Yeah. So, ich mag die Map nicht. Also, ich sieg ja so übrigens nicht ziemlich wenig. Ich bin eigentlich so 11k Hider. Und ich mag die Map nicht, weil du sie magst. Das ist der Grund. Und weil Viri sie mag. Danke. Das ist, oh, danke schön. Ja. Für die, die Viri nicht kennen, also müsst nicht kennen, ist irgendwie ein bisschen eine Behinderte, aber sie spielt auch eine ziemlich gut. Und ist irgendwie Platz 10, ne? Oder? Ja, ich glaube 10. 10 oder 9. Ja. Also sie ist süchtig, also sie ist nur so No-Lifing, so ein Pfiff. Wenn ich so viel Zeit hätte, dann wäre ich auch schon lange Erster. Mm. Es fehlen ja nur noch 3000 Wins, dann habe ich auch so viele wie sie. Oh Mann. Ich laufe mal in die andere Richtung. Ich gehe mal in das Theater, das mag ich am liebsten. Das ist toll. Okay. Ich mag das. Yeah. So. Und ist hier hinter. Hier kann man sich nämlich super als. Oh, Beacon. Hallo. Als Beacon und als Kiste verstecken. Lol, irgendjemand. Oh mein Gott. Die doofe Workbench hat mich fast gekillt. Okay, ist keiner mehr. Glaube ich. Ne. Wo bist du gerade? Ich bin Ovo. Okay, dann bleib ich mal unten. Das ist gut. Übrigens, wenn ihr euch. Ja, okay. Übrigens, wenn ihr euch gerade fragt, wie behindert redet ihr eigentlich? Das ist Akzent, dafür kann sie nichts, glaube ich. Oder? Ich könnte auch Hochdeutsch reden, wenn ich mich anstrengen würde, aber das ist aber langweilig. Okay. Noch ein bisschen, stirb. Boah, ich bin so gut. Ich habe übrigens auch 120 Tokens geknackt. Ernsthaft, der TNT ist raus. Will ich mich verarsche? Ehrlich jetzt? Oh, TNT ist raus, ja. Also, es gibt. Also, Glitcher für die, die das nicht ganz verstanden haben, das sind Leute, man kann sich, wenn man den Block unter sich setzt, so ganz, also so ein Stückchen hochbuggen quasi. Also, wie Block glitchen bei SG zum Beispiel. Und. Erklärst du gerade ernsthaft, wie man glitcht? Stimmt, das darf ich irgendwie lassen. Aber auf jeden Fall geht es. Das ist so dumm, oder? Und ja. Da oben ist so ein Hurensohn TNT-Block, der es einfach geschafft hat. Und das ist ein Hurensohn. Du bist Tom Poon. Ich hol ihn da runter. Warte, ich hol ihn runter. Ich fühle mich jetzt einfach krass, okay? Okay. Okay, das sehe ich jetzt noch nicht. Oh, jetzt ist nur noch ein Beacon und der TNT-Block. Ja, der TNT ist TNT jetzt hochgewischt. Hm. Hast du irgendeinen Plan, wie wir gewinnen? Können wir den irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist behindert, deswegen verlieren wir jetzt. Also normalerweise wäre das ein easy win gewesen, aber... Na und so, das ist natürlich jetzt blöd. Okay, ich suche mal den Beacon. Captain Eric, darf ich in der Lobby einen Screen mit dir machen? Nee, ich bin zu arrogant, ich antworte jetzt nicht. ja, das ist irgendwie ein bisschen behindert, dass er jetzt glitchen musste. Das ist echt spielverderbermäßig, aber... Naja, vielleicht gewinnen wir trotzdem. So, ich guck nochmal hier hinten, ob hier noch ein Beacon ist. Das sah mir nämlich irgendwie von so aus. Bist du einer? Okay, hier ist keiner. Ja, der Love Card, ist tot. Jetzt ist nur noch einfach, dieses TNT da oben übrig. Das ist natürlich ziemlich blöd. Das ist so behindert, dass man auch die Namen nicht sieht, sonst könnte man ihn super reporten. Ja. Yeah. Nein, natürlich, das TNT glitscht nicht. Ach was, das sieht nur so aus. Das ist ein Bug. Server Lag. Wie kann man... Oh, es ist runtergefallen. Really? Oh, so gut. Okay, ja, das war easy win natürlich. Ja, cool. Noob-Glitch halt. Ja, Leute, so, ich hoffe, euch hat die Hide-and-Seek-Runde jetzt oder die 2 Runden soweit gefallen. Ich hoffe, ihr feiert meine 1000 Wins genauso wie ich. Und ich hoffe, dass ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Hashtag irgendwas. Fällt dir was ein? Was sollen sie schreiben? Hashtag. Hide-and-Seek-Barbo. Hide-and-Seek-Barbo, okay. Schreibt mal Hashtag Hide-and-Seek-Barbo in die Kommentare, wenn ihr findet, dass ich besser bin als Melly und wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.